Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Was ein bisschen größer ist. Ich muss euch mal ein Stück nach hinten machen. So. Hier ist was drin. Und zwar werdet ihr auch links oben, rechts oben irgendwo in der Ecke Werbung sehen. Da habe ich nämlich eine Anfrage bekommen, ob ich das vorstellen wollen würde, ob ich mich dafür interessieren würde. Und da sage ich natürlich nicht nee. Vor allem, weil mich das sowieso gereizt hatte. Da hatten wir ja im Stream schon mal besprochen, wegen einem neuen Ringlicht. Aber dass das so groß ist, daran habe ich nicht gedacht. Die haben nur wegen dem Ringlicht gefragt. Aber das passt natürlich super. Weil mein Ringlicht, wisst ihr ja, ist ein bisschen instabil und so. Und jetzt wollen wir uns das mal angucken. Und auch wie der Zusammenbau ist und ob es auch dann für Kamera geeignet ist. Und vor allen Dingen erstmal, was alles mit bei ist. Ach so. Sehr cool. Das ist ja geil. Okay, man kann den Karton nicht nach oben aufklappen. Ja, hier ein extra Karton und eine Tasche. Oh, das ist ja geil. Also, dann kannst du das gut verstauen. Kannst du in den Schrank stellen, in den Schrank stellen, auf den Schrank aufmachen. Runterholen, verstaubt nicht. Das ist ja geil. Und hier haben wir dann noch was. Ich denke mal, das wird ein Stativ sein. Da muss ich mal gucken, ob ich noch genug von meinen Aufsätzen habe. Wenn nicht, muss ich da noch mal welche bestellen. Ah, oh. Holla. Also kein Vergleich zum letzten. Groß, massig, stabil. Das gucken wir uns alles im Hardware-Video an, genau. Ich zeig's euch nochmal. Ja, und hier kann man dann was raufschrauben oder das hier oben raufschrauben oder so. Müssen wir mal gucken. Ich mach das mal lieber hier nochmal rein, damit das. Ja. Und dann haben wir hier ein komplettes Stativ mit bei. Auch gar nicht mal so billig aussieht, ehrlich gesagt. Ich muss mal das hier kurz an meinen Beinen vorbei machen. So. Gucken wir mal, wie hoch wir kommen. Halterschalter. Ich stelle mir mal kurz hin. Also über 1,80. Also wir kommen mit dem Stativ über 1,80. Ist cool. Dann könnte man auch mit dem Stativ praktisch hier vielleicht eine Kamera so machen und sich das so biegen, so dass die Kamera dann praktisch nach unten zeigt, dass ich von oben filme. Ich hatte mir schon mal überlegt, die mit einer Halterung und so, aber das wäre natürlich viel cooler. So.
wir uns nachher dann auch nochmal genauer an. So. Ich habe es jetzt ein bisschen zu genau angeguckt, aber egal. Wir wollten eigentlich nur auspacken. Wow. Das ist groß. So. Die Tasche ist auch gepolstert. Lass mal die Tasche hier liegen für das Hardware-Video. Dann haben wir hier praktisch unser Ringlicht, was wirklich massiv groß ist. Nicht gut. Dann haben wir hier eine Halterung für Handy, dass man auch ein Handy im Ringlicht befestigen kann. Das hat eine Schiene. Die hat vom Kameralicht kennt. Dann haben wir eine Anleitung. Die sogar in Deutsch ist. So, und wir haben einen Stromkabel. Den werde ich hier schon mal aufmachen. Wir wollen das Ringlicht ja dann auch ansehen. Mal gucken mal, wie lang das ist. Der Tisch ist 80 etwa. Nee, Quatsch, der ist über 80. 1, 2, 1 Meter lang über mein Tisch. Also 2 Meter noch was, haben wir jetzt ein Kabel. Das ist schön, dass da auch dran gedacht wird. Packen wir das Ringlicht auch nochmal aus, richtig, dass wir uns angucken können. Ja. Ist auch Plastik, kein Metall, aber es fühlt sich nicht so wackelig und so billig an wie das, was ich gekauft habe. Wir haben einen An- und Ausschalter. Hier haben wir 2 Drehgewinde auf der Rückseite. Hier kommt das Stativ ran. Sieht alles auch gut verarbeitet aus. Vorne haben wir Drehschalter. Da können wir das Licht dann einstellen. Keine scharfen Ecken, Kanten. Sieht echt gut aus. Aber richtig massiv groß. Also da sollte die Kamera reinpassen. Definitiv. Gucke, ob hier irgendwo was. Hier ist alles. Okay. Auch keine scharfen Ecken, Kanten. Schicki, schicki, schicki. Ja, dann würde ich sagen, das wartet erstmal für das Unboxing. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir dann mal anschließen werden, uns die Anleitung mal durchlesen werden, wie wir das anschließen sollen. Oh, und vor allen Dingen, wie wir die Kamera bzw. Handy befestigen können, werden wir dann auch mal alles testen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ja? Also gehe gleich nochmal mit euch durch, was drin ist. Ihr habt das Ringlicht, habe ich nämlich eben vergessen, das Ringlicht habt ihr. Groß, massiv. Ihr habt eine Halterung für Handy mit bei. Ihr habt einen langen Stromkabel mit bei. Ihr habt eine Anleitung mit bei. Ihr habt ein komplettes Stativ mit bei. Mit ohne mal so ein Ding hier. Und, wo war das andere? Achso, hier. Und eine Tasche habt ihr mit bei. Also wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht.
Also wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. So. Guck ich mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Wir werden gleich das Hardware-Video machen und dann mal gucken, wie es sich verhält mit dem Licht. Ob es hell ist, ob es dunkel ist, ob sich gut einstellen lässt. Ob wir hier alles befestigen können, wie wir uns das hoffen und vorstellen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Wenn es euch, würde ich sagen, Däumchen wären Träumchen. Bis gleich. Ahoi. Seid euer Odin.